Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da kommen doch schon gerade die Tarotkarten. Wird spannend. ja, wir werden heute eine sehr spannende, richtig coole Lesung machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch überhaupt keine Erwartung oder Idee dahin, was das jetzt im Kollektiv sich da zeigen wird. Ich mache diese Art von Lesung tatsächlich primär nur in Einzelsitzungen, eigentlich auch wirklich nur Leute, die ich sehr, sehr, sehr gut kenne und wo ich eine sehr gute Verbindung zu habe. Wie ich schon einmal angekündigt habe, der letzte Vollmond, der ist prädestiniert für das Arbeiten mit dem Konzept der Bestimmung gewesen. Ne? Da ranken sich alle Themen rum, wo es um Dharma, um Karma geht, wo es darum geht, seinen eigenen Ruf zu hören. Und immer wenn wir in diese Thematik eintauchen, stellen wir früher oder später fest, dass sämtliche dieser Ideen und Konzepte letzten Endes sich darum ranken, ein Bewusstsein zu entwickeln, sein eigenes Bewusstsein in Gründung zu entwickeln. Und glücklicherweise sind wir alle Individuen und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, seine eigene innere Welt genauer kennenzulernen. Und natürlich, wie das halt so bei uns Menschen gibt es darin Überschneidungen. Deswegen können wir auch hier im Kollektiv arbeiten. Und zwar werden wir uns heute damit zu beschäftigen, was dein Zugang zu deiner inneren Stimme ist. Und dazu werden wir heute versuchen, tatsächlich mit dem höchsten Selbst von euch sozusagen in Verbindung zu treten. Das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich noch nicht so genau weiß, wie das mit euch und kollektiv funktioniert. Da bin ich selber sehr neugierig. Aber wir sind natürlich auf Seelenebene auch durchaus miteinander verwoben. Ne? Also immer wenn wir den körperlichen Raum verlassen und uns tatsächlich nur in dem Bereich des Spirits befassen und in den nicht körperlichen Arealen uns damit auseinandersetzen, ist logischerweise alles deshalb schon verbunden, weil es nicht körperlich ist. Insofern, da gibt es verschiedene Ideen, wie das funktionieren könnte. Ich möchte das an dieser Stelle einfach mal offen lassen und einfach nur in den nutzbaren Rahmen reingehen und sagen, okay, lasst uns mal damit auseinandersetzen, wie ihr, ne, hier dargestellt in den drei Kollektiven, Zugang zu eurer inneren Stimme kriegt. Weil die innere Stimme, das ist das, was auf tiefster Ebene mit eurem jetzigen Sein kommuniziert. Ne? Das ist, teilweise fließt das mehr in die Intuition ein, bei dem anderen ist es tatsächlich mehr richtig spirituelle Wahrnehmung, bei den nächsten ist es einfach Inspiration. Also wir haben unglaublich viele Facetten, wie sich diese innere Stimme bemerkbar machen kann. Und eigentlich, wie ich schon eben sagte, geht es nur darum, sein Bewusstsein so weit zu trainieren und so individuell sozusagen auf die Spur zu bringen, um sozusagen mit sich selbst in Kontakt zu sein. Das ist auch das, worüber ich hier viel im Kanal mit euch spreche, dass es zu einem erheblichen Teil eigentlich nur darum geht, mit sich selbst in Kontakt zu treten. Sowohl mit den Anteilen, die wir an uns selber mögen, als auch die Anteile, die wir so gerne am besten so ein bisschen unter die Decke verstecken möchten. Ne? Das sind so unsere Schattenanteile. So, in dem Sinne, lasst uns starten. Höchstes Selbst von Deck Nummer 1. Zeigt uns bitte, was der individuelle Zugang zur inneren Stimme von Deck Nummer 1 ist, um mit dir in Kontakt zu treten. Höchstes Selbst von Deck Nummer 2 zeigt uns bitte, wie Deck Nummer 2 Zugang zu der inneren Stimme finden kann oder diesen stärken und verfeinern kann,
um dich besser wahrzunehmen. Danke. Höchstes Selbst von Deck Nummer 3. Okay, das sind mehrere. Das sind 4 Karten und wir werden diese 4 Karten auch so übernehmen. Ich danke dir. Höchstes Selbst von Deck Nummer 1. Zeig uns bitte, wie genau Deck Nummer 1 seinen Zugang zur inneren Stimme stärker ausbauen kann. Höchstes Selbst von Deck Nummer 2. Zeig uns bitte, wie Deck Nummer 2. Du sprichst mich hier schon an. Dankeschön. Höchstes Selbst von Deck Nummer 3. Zeigt uns bitte, wie Deck Nummer 3 seinen Zugang zu seiner inneren Stimme und damit zu deinen Botschaften stärker ausbauen kann. Dankeschön. Nee, da. Spirits der Pflanzenwelt, zeigt uns bitte, ergänzend zu den Anweisungen des Höchsten Selbst für Deck Nummer 1, wie Deck Nummer 1 ihren oder seinen Zugang zur inneren Stimme stärker ausbauen kann. Spirits der Pflanzenwelt, zeigt uns bitte für Deck Nummer 2, wie Deck Nummer 2 ergänzend zu der Aussage des Höchsten Selbst ihren oder seinen Zugang zur inneren Stimme stärker ausbauen kann. Spirits der Pflanzenwelt, zeigt uns bitte, wie Deck Nummer 3 ihren oder seinen Zugang ergänzend zu den Informationen aus dem Höchsten Selbst zur inneren Stimme stärker ausbauen kann. Danke. Ich bitte euch, Tier Spirits, zeigt uns bitte ergänzend zu den ausliegenden Orakelkarten für Deck Nummer 1 euren Rat, wie Deck Nummer 1 ihre oder seine innere Stimme besser wahrnehmen kann. Du willst da noch zu? Gut. Danke. Ich bitte euch, Tier Spirits, für Deck Nummer 2, zeigt uns bitte ergänzend zu den bereits gezogenen Orakelkarten, wie Deck Nummer 2 ihre oder seine innere Stimme stärker ausbauen kann. Danke. Ich bitte euch, Spirits der Tierwelt, zeigt uns bitte für Deck Nummer 3, wie Deck Nummer 3 ergänzend zu dem ausliegenden Kartenbild ihren oder seinen Zugang zur inneren Stimme verstärken kann. Ich danke euch. So, meine Lieben, wie ich schon sagte, das ist eine besondere Lesung. Dieses Mal. Ihr geht wieder ganz stark nach eurem Impuls, entweder nach den Steinen oder nach der vorgeschalteten Sequenz. Wer das noch nicht kennt, einmal ganz kurz zur Info, wir sind hier in einer Kollektivlesung. Das kann gut sein, dass euch mehrere Stapel ansprechen, dann sind da Teilbotschaften drin. Das tritt extrem häufig in Kollektivlesungen auf, in Einzellesungen ist es ein Ticken anders.
Die biete ich auch an. Da seht ihr oben einmal einen kleinen Link, kurz zur Info. Und jetzt machen wir hier weiter. Ich räume auf, ihr geht in eure innere Resonanz und dann sehen wir uns in den jeweiligen Decks wieder. Und zwar unten in den Kapiteln klickt ihr dann einfach auf das dazugehörende Zeitstempel drauf. Bis gleich. Hallo Deck Nummer 1, du hast dich für diesen sehr, sehr hellen Rosenquarz entschieden. Rosenquarze, die sind, wenn du mit Chakren arbeitest, dann ist das mit unserem Herzchakra zum Beispiel verbunden. Man sagt auch, das ist so eine Herzenergie, ne? Da geht es immer um das Konzept, was ist wirklich bedingungslose Liebe, Liebesfähigkeit, sowohl sich selbst gegenüber als auch anderen gegenüber. Weil das Interessante ist, das Konzept von dieser Form von Liebe basiert auf einer Art radikalen Akzeptanz. Das ist die Fähigkeit, andere wirklich so anzunehmen, wie sie sind und sich auch das gleiche Recht zuzugeben, zuzugestehen. Ne? Also das ist eigentlich eine sehr, sehr hohe Qualität von liebevoller Energie, sehr friedlich. So. Und von daher tatsächlich ein Konzept, mit dem wir immer wieder arbeiten werden, in den verschiedensten Nuancen. Ihr habt hier schon Tarotkarten liegen. Das sind die, die hier am Anfang runtergepurzelt sind. So, und das ist sehr spannend, weil wir ausgerechnet hier die Liebenden liegen haben und die Königin der Kelche. Ne? Und die Königin der Kelche, das ist eine Meisterin ihrer Emotionen. So, die hat es für sich rausgefunden, ihre emotionale Aufmerksamkeit, Kraft, Energie, ihre Liebesfähigkeit, ihre Fähigkeit, Emotionen zu nutzen, dass sie die nicht an Umstände verschwendet, die eigentlich nur Verschwendung sind. Das ist eigentlich die Bedeutung von, macht euch bewusst, wo ihr die Wahl trefft, mit euren emotionalen Wirken aktiv zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, der sich durch alle Kollektive ziehen wird. Ne? Deswegen sind die vorhin runtergefallen. Und das ist jetzt nur so unser Einstieg für die jetzige Lesung. Ne? Räumen wir einmal rüber. Und dann lasst uns jetzt mal mit euren Orakelkarten beginnen. So, ihr habt vom höchsten Selbst, ihr habt nämlich die Angst gehabt und ihr habt den Selbstwert. So, dazu kommt das siebte Haus mit den Beziehungen und der Art und Weise, wie wir in Beziehung treten. Du hast die Eiche zusätzlich gekriegt von den Pflanzenspirits. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil hier geht es um Standhaftigkeit, um Beständigkeit, aber auch um Glück. Wir haben den Löwen und wir haben das kosmische Ei. Okay. Lass uns direkt mit den Orakelkarten weiterarbeiten. Höchstes Selbst, zeig uns bitte ergänzend zu dem ausliegenden Bild deine Botschaft. Die sieben der Münzen. Die vier der Münzen. Die fünf der Kelche, das Ass der Schwerter, die zehn der Schwerter, das Ass der Münzen, die neun der Kelche und der Wagen. Oben drüber habt ihr die sieben der Stäbe und der Teufel. Okay. Was wir hier von Anfang an gesehen haben, die beiden sind ja rausgefallen und die sind ja speziell aus dem Deck tatsächlich, um mit dem höchsten Selbst nochmal anders in Kontakt treten zu können. Beide Karten ergänzen sich indirekt. Es geht hier bei dir vor allem darum, dass dein Zugang darüber erst freigelegt wird, dass du dich nochmal mit dem Konzept Angst befasst und zwar in Kombination mit Selbstwert. Das ist hat viel damit zu tun, wovon du ausgehst, was du wert bist
und was du dir im Namen dieses Wertes auch gefallen lässt. Das hat auch viel mit Bewertung sich selbst gegenüber zu tun. Angst hier ist ein bisschen größer. Das bezieht sich vor allem darauf, dass wir unsere erlebten Emotionen wie Zorn, Wut, die entstehen nicht nur aus Grenzverletzungen von eigenen Bedürfnissen, sondern die entstehen auch, wenn wir zum Beispiel etwas befürchten, wenn wir vor etwas Angst haben. Ne? Und diese Angst, das ist vor allem in Kombination mit Verlust von. So. Und das steht eigentlich, wenn wir das mal so beschreiben, das steht eigentlich im starken Kontrast zu dem, was da aus Seelenebene kommt, ne? Wovon die innere Stimme eigentlich ihre Informationen bekommt. Du musst dir vorstellen, auf einer nicht körperlichen Ebene kann auch nichts wirklich verloren gehen. Auf einer körperlichen Ebene kann aufgrund der Tatsache, dass nun mal die Grundbedingungen für die Körperlichkeit werden und verfallen, einfach die Grundexistenz der Wandel ist. Ne? Da können einfach auch Dinge wegfallen. So. Und das sind quasi wie zwei Grundenergien, die gegeneinander arbeiten, die sich voneinander wegdrücken. So. Und in dem Moment, wo dir diese Karten hier auftauchen, gilt es eigentlich für dich, genau hinzugucken, wo du ein Stück weit geboren aus, ich habe Angst, dass etwas wegfällt, dass etwas verloren ist, für immer verloren ist. Da ist eigentlich so die Schnittstelle, sich damit auseinanderzusetzen, halt stopp, ist das wirklich so? Ist das wirklich, dass ich nur an diese eine Sache gebunden bin? Oder gibt es etwas dahinter, was eigentlich mein Bedürfnis erfüllen würde? Ne? Also da klammern wir uns sozusagen an eine äußere Form und etwas zu bekommen, was eigentlich dahinter steckt. Und in dem Moment, wo wir das erkennen, worum es sich wirklich dreht, können wir nämlich diese Angst auflösen und uns mehr damit auseinandersetzen. Man könnte sagen, wofür es steht, ne? Für die Bedeutung, für die Energie, die dahinter verkörpert wird. So, zu der wir eigentlich hin wollen. So, und können die dann in einer gesunden Form in unser Leben sozusagen ziehen, weil wir verstanden haben, dass es sich nicht nur in dieser einen Variante etablieren lässt. So. Das ist natürlich im realen Lebensvollzug individuell noch eine ganze Ecke komplexer, aber das ist dieses grundsätzliche System dahinter. Sehr vereinfacht ausgedrückt könnte man jetzt auch sagen, da kämpft das Ego mit dem höchsten Selbst. So. Und das entsteht alleine daraus, dass wir nun mal Bedingungen haben in einer real existierenden Welt, wo durchaus ein Verfall auch für uns negative Konsequenzen bedeuten könnte. Ne? Wenn wir zum Beispiel es nicht schaffen, Nahrung für den Winter zusammenzusammeln, haben wir halt im Winter kein Essen. Das kann ein echtes Problem sein. Und ist es ja früher auch gewesen, haben wir nur in der heutigen Lebensrealität meistens nicht. Und wir haben diesen großen Luxus als Gesellschaft, dass wir darüber wirklich nachdenken können, dass wir uns tatsächlich davon befreien können, von diesen Formen von Zwängen sozusagen. Ne? Das ist leider ein Privileg, das nicht alle Menschen haben. Das ist nur so, dass wir uns da bewusst werden. Was hier auch ist, ne? Du hast den Teufel hier. Und das spricht nochmal hier drauf an. Das ist sozusagen etwas, was dir schwerfällt, dich dagegen durchzusetzen. Was dir auch schwerfällt, zu durchschauen, weil das durchaus diffus sein kann. Aber vielen, das sehen wir hier hinten schon, auch von deinem Verhalten steuert. Ne? Das ist schon ganz stark drin. So, nehmen wir die mal kurz beiseite. Was hier die Eiche ganz klar sagt, ne? Da geht es um das Thema Standhaftigkeit. Das ist, man könnte sagen, das ist auch dieses stoische Prinzip mit gemeint. Das ist eine Form von Resilienz eigentlich auch. Das kann für einige von euch tatsächlich interessant sein, sich nochmal eingehender damit zu befassen, wie
Widerstandskraft eigentlich wirklich funktioniert, ne? Denn das ist die Botschaft der Eiche. Die Eiche ist eins der Bäume, die am meisten tatsächlich Blitze anziehen. Und ganz stark tatsächlich deswegen auch in, gerade in den nordischen oder besser gesagt nordeuropäischen Kulturen mit der Methuen in Verbindung gebracht worden ist. Sprich mit dem Blitzgott, weil diese Bäume halt auch diesen Blitzen zu einem großen Teil widerstehen können. Ne? Natürlich entstehen auch Verletzungen durch den Blitz, aber sie sind so derart gesund, dass die trotzdem weiter gedeihen können. Ne? Also die Eiche ist sehr widerstandsstark. Und das Interessante an diesem Symbol ist, es geht im Prinzip darum, dass aus so einem winzigen kleinen Samenkorn so ein gigantischer, mächtiger Baum werden kann. So, und das ist eine Art, einerseits eine Art Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ne? Und deswegen gilt es auch als Glück. Auf der anderen Seite ist das aber auch, ne, weil wir ja gefragt haben, welchen, was hast du für uns als, als Ergänzung? Befasst euch mal mit dem Thema, was für euch eigentlich in eurem eigenen Lebenszug, was ihr darunter verstehen würdet, standhaft zu sein. Was ist eure eigene Interpretation dazu? Weil ihr habt ein emotionales Bild dazu. Und das beeinflusst ganz stark auch das, was ihr so als Selbstwert über euch denkt. Ne? Und das ist jetzt tatsächlich eine innere Arbeit für euch. Ihr habt den Löwen hier dazu. Der Löwe, der ist ein Aufruf, sich mit dem Thema Autorität, gesunde Autorität, auseinanderzusetzen. Weil der Löwe hat seinen Mut, zu sich selbst zu stehen, angenommen, ne, und lebt den aus. Der muss nicht andere unterdrücken, um in seiner eigenen Kraft zu sein, sondern er hat die Kraft, weil er seine eigenen Grenzen kennt und sich selbst respektiert. Und das hat wiederum ganz viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Und aus dieser Haltung heraus entsteht eine ganz starke Verbindung zu euch selbst. Deswegen habt ihr hier oben das kosmische Ei liegen. Das ist tatsächlich wie so ein direkter Draht, ja? Ne? Das ist immer, wenn ihr in diese Sphäre reintauchen könnt, immer wenn ihr merkt, ihr seid damit ganz stark in Kontakt, habt ihr da auch ganz klare Informationen. Das ist nur unklar, wenn ihr euch hier auf dieser Angstebene irgendwie verstricken lässt. So, und das sind sowohl Themen, die in euch selbst sozusagen blockieren, die dann in euch arbeiten. Das sind aber auch Dinge, wie zum Beispiel hier mit den fünfter Kelch. Wir gehen hierhin noch gleich noch stärker drauf ein. Aber grundsätzlich sehen wir hier schon ganz deutlich, dass das auch euer äußeres Verhalten in eurer Wirken, in eurer Lebensrealität ganz stark beeinflusst. Und zwar spannenderweise hier mit dem siebten Haus auf der Beziehungsebene. Also immer dann, wenn ihr mit Menschen in Kontakt seid. So, ist aber auch klar, weil wir hatten ja vorhin schon gesehen, wir haben hier die Königin der Kelche, ist runtergefallen gewesen. Das geht hier um Emotionen. Und die werden nun mal am stärksten hervorgerufen, wenn wir in sozialen Kontakten sind. Das ist nun mal, ne, das ruft es hervor. So. Also erlebt ihr diese Entwicklungsaufgabe natürlich in diesem Sektor am stärksten. So. Und Beziehungsebene meint nicht nur Partnerschaft, das ist jede Art von Verbindung oder Verbundenheit im Geiste, im Herzen, sogar körperlich, die ihr eingehen könnt mit generell Mensch. So, das geht sogar so weit, dass man sagen kann, das sind auch Verbindungen mit Tieren zum Beispiel, ne? Weil wir uns nämlich auch emotional darüber stricken lassen können. Zum Beispiel, wenn ein Tier krank wird, ne? Dann können zum Beispiel Sorgen nochmal auftauchen und dann nochmal andere Befürchtungen vor allem. Es sind viele, viele Befürchtungen, die dann in unserem Verstand mit uns selbst spielen. So, und da muss man, das ist das, wo es hier gilt, ja, da nochmal anders umgehen mitzulernen. So, gehen wir hier hinten drauf ein. Ihr habt die 7 der Münzen hier. Ihr habt die 4 der Münzen.
Die fünf der Kelche, das Ass der Schwerter. Ihr habt das Ass der Münzen, die zehn der Schwerter, den Wagen und die neun der Kelche liegen. Was wir viel, also hier vorne mit drin haben, ist vor allem ein Blick nach innen. Das ist immer dieses, was macht das mit mir? Warum, mit welcher Intention gehe ich da jetzt ran? Gehe ich mit der Intention Angst ran? Gehe ich mit der Intention Wut ran? Na, das sind alles Dinge, wo es immer darum geht, frag dich nach innen hin. Und das sehen wir hier hinten auch. Du hast nämlich mit den sieben der Münzen, das bedeutet eigentlich immer, dass man sehr viel Arbeit in etwas hineinstecken muss. Das bedeutet aber auch, wenn man Arbeit in etwas hineinsteckt und immer wieder die einzelnen Schritte überwacht, ne, das ist schon dieser Hinweis mit reflektiere, wie du handelst, weil ein Teil deiner Handlung verursacht diese Schleife selbst. Du bist selber Verursacher dafür, dass du teilweise von diesem Zugang nicht richtig hinkommst. Ne? Das ist etwas wirklich, das machst du selbst und zwar mit diesen Momenten. Und da geht es darum, sich ganz stark darauf zu konzentrieren. Wann machst du das? Warum machst du das? Was steckt da wirklich hinter? Ne? Was wolltest du eigentlich erreichen? So, das geht hin. Ne? Deswegen ist nämlich dieser Selbstwert so wichtig. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte hier. Da geht es eigentlich darum, dass jemand sich durch ein total destruktives Verhalten sich für etwas abstraft. Der oder diejenige, der hier dieses Trauern zelebriert, der straft sich eigentlich für etwas, was er getan hat, ab, was er sich nicht selbst vergibt. Ne? Das ist hier ein ganz wichtiger Hinweis. Das machen wir erschreckend häufig, ohne dass uns das eigentlich klar ist. Deswegen sage ich das hier nochmal so explizit. Weil hier brauchst du Klarheit. Du brauchst eine ganz klare Kommunikation und einen unverklärten Blick auf dieses Handeln. Ne? Und dann auch wirklich ehrlich sein. Nicht sagen, ah, das mache ich ja gar nicht. Oder der Teufel trickst uns ja auch ganz gerne aus. So, das sind diese Formen der Selbstlügen, die wir auch alle produzieren. Und da ist auch niemand von gefeit. Das macht jeder in irgendeiner Form. So, oder hatte schon damit Kontakt. Weil wir einfach Menschen sind. Ne? Wir sind halt einfach nur mal Wesen, die beide Pole in sich tragen und dementsprechend gibt es auch einen Diskurs immer zwischen diesen beiden Polen. So. Und mit Klarheit meint hier auch, dass wir nicht übermäßig hart dann sein. Ne? Also annehmen können, dass man etwas getan hat, wofür man sich vielleicht sogar schämt. Ne? Da steckt Scham nämlich auch mitunter drin. Scham ist auch das Entsetzen. Und die Angst, noch schlimmere Dinge zu tun unter Umständen. Also das, nur, dass ihr ein Gefühl dafür entwickelt, welche Bandbreite das in Wirklichkeit hat. Und wichtig ist hier einfach, dass ihr habt deswegen das Ass hier, weil es auch darum geht, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, ohne sie überhart zu beurteilen. Es geht hier nicht ums Verurteilen, sondern es geht um Klarheit in der Kommunikation mit seiner eigenen Geschichte. Ne? Weil wenn du das annehmen kannst, dann kannst du nämlich erst anfangen, wirklich daran zu arbeiten. Weil dann hast du sozusagen erst Bestand aufgenommen von dem, was du gerade hast als Thema. So, du hast hier die Federmünzen liegen. Das ist konzentrier dich auf das, wo du deine Energie reinsteckst und wofür du sie nicht mehr benutzen möchtest. Ne? Der Geier schützt ja hier die Person in der Mitte vor Schädlingen, ne, von außen. So. Und wenn wir das jetzt hier mit reinnehmen, mit reflektiere genau, wie du handelst, warum du handelst, was steckt da eigentlich alles drunter, was steckt da auch an Emotionen drunter. Da ganz klar und ehrlich sein und dann wirklich gezielt sozusagen seine Handlung steuern, indem man sich bewusst
emotional zum Beispiel rausnimmt. Ne? Oder bewusst das Handeln steuert, indem man ganz klar entscheidet, wie du deine Fähigkeiten einsetzen möchtest. Ne? Münzen können nämlich auch, das sind ja nicht nur materielle Dinge, das können auch Ressourcen wie besonders hohe Kommunikation, kann irgendein Handwerk sein. Ne? Also Dinge, die du mit deinem Handeln verknüpfst und einsetzen kannst. So. Wir haben hier hinten das Ass liegen. Das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen, ne, weil es eine immer da um den stofflichen Raum geht, beinhaltet das auch das Konzept von, du hast die Macht über dein Leben. Du hast die Macht über dein Handeln. Mache dir das bewusst. Du bist nicht unbedingt das Opfer, wenn du dich dagegen entscheidest. Klar, es gibt Kreaturen, die nutzen Naivität aus, die nutzen Unwissenheit aus. Das ist so. Und da Befürchtungen davor zu haben, ist auch durchaus angemessen. Ne? Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Aber ganz grundsätzlich hast du bei der überwiegenden Mehrheit deines Lebens, gerade wenn es um Beziehungen geht, selber die Kraft zu entscheiden, in welche Richtung das geht. Das Ding ist nur, meistens glauben wir, dass wenn wir zum Beispiel unser Handeln bewusst steuern, dass wir dann die Person verlieren würden. So, und dabei vergessen wir oftmals, dass vielleicht es jetzt auch gerade eine Lernlektion für die Person ist, zum Beispiel zu verstehen, dass Handlungen Konsequenzen haben und dass man auch in einer Beziehung Verantwortung übernehmen muss für das eigene Handeln und auch für den Diskurs von Handlung. Ne? Das entsteht ja eine Dynamik, da entsteht ja eine Kommunikation in einer Beziehung. So, und da sind zwei Personen dran beteiligt, nicht nur eine. So. Und das zweite Ding ist auch einfach, oftmals steckt hinter der Angst, denjenigen zu verlieren, eigentlich dahinter, nie wieder geliebt zu werden. Und das hängt so ein Ticken mit der Annahme auch zusammen, dass wir selber es gar nicht wert genug sind oder glauben, dass wir nur einen einzigen Menschen treffen werden, der unseren wahren Wert erkennen kann. Das sind eigentlich Illusionsformen. Ne? Das sind alles Ideen, die viel damit zu tun haben, wie wir sozialisiert worden sind. Die haben nicht unbedingt damit zu tun, ob wir wirklich liebenswert sind. Das entscheiden wir immer noch selber durch unser eigenes Verhalten, durch unser eigenes Handeln. So, und das ist bei euch tatsächlich so ein bisschen komplexer dargestellt, ne? Wie dieser Zugang funktioniert. Aber das ist sozusagen die Beziehungsebene, ne? Und die Themen, die ihr hier auf der Beziehungsebene habt, das ist der stärkste Faktor, der euch aus dieser Kommunikation mit der inneren Stimme immer wieder rausholt. So, du hast hier unten die 9 der Kelche. Ne? Das sagt eigentlich, dass du sozusagen dein eigenes Lebensglück finden möchtest und dass du das auch anstrebst, ne? Dass du ganz viel Kraft auch dahin bringst, viel, viel Energie. Aber diese Energie ist, ne, oder besser gesagt, deine Ambitionen, die du hast. Ne, du hast da durchaus, gibst du Vollgas, das machst du. Aber wenn dein Handeln sich zu stark auf ein unreflektiertes Ziel konzentriert, weil du eine Annahme hast, ne? Deswegen kommen wir hier wieder nach vorne zurück, dann verlierst du eigentlich deine Kraft an Dinge, die letzten Endes wieder negativ gesteuert werden würden, weil du nicht wirklich, ne? Deswegen ist dieses Wörtchen unreflektiertes Ziel so wichtig.
Man könnte sagen, das ist hier so stellvertretend für dieses klassische, es gab eine Zeit lang diese Werbung, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Kinder, diese ganzen Luxusgüter, von denen wir annehmen, dass sie uns glücklich machen. Die machen nicht wirklich glücklich. Das ist jetzt nur ein Beispiel, damit ihr ungefähr das Gefühl dafür bekommt, was hier wirklich gemeint ist. Da müsst ihr gucken, wie ihr das wirklich in eurem Leben eigentlich macht. Ne? Das wird noch unterschiedlich bei euch sein. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass das, was ihr da anstrebt, wo ihr so richtig mit Vollgas drauf hängt, steuert, dass das nicht ihr zwar, dass euer Ziel ist, ne? Weil ihr annehmt, dass da sozusagen euer Lebensglück sozusagen auf euch wartet, aber das nicht wirklich erreicht werden kann. So, wie gesagt, weil das eben halt nicht wirklich eurem eigentlichen Ziel entspricht. Ne? So, es ist nicht wirklich euer Ziel zu sagen, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ich wollte schon immer ein solches Auto haben. Ne? Wenn das wirklich tatsächlich euer Ziel gewesen ist, dann werdet ihr das tatsächlich auch sehr happy damit sein. Dann reicht das auch für euch so. Ne? Aber die meisten stellen dann plötzlich fest, nee, ist es eigentlich gar nicht. So, und das ist hier mit hinten, mit diesen Karten eigentlich gemeint. Ein anderes konkretes Beispiel wäre hier zum Beispiel, wenn wir wieder beim Thema Bindung bleiben, weil das ist tatsächlich der Wirkmechanismus, der am stärksten bei euch ausgeprägt ist, der euch am stärksten rauszieht. Das Konzept, es gibt nur einen einzigen Partner fürs Leben oder Partnerin fürs Leben. Das ist eine Idee, die unter anderem aus einer Zeit stammt, wo wir sehr kurzlebig waren. Und dementsprechend halt auch gar nicht so viele Menschen kennengelernt haben, weil die Zeitspanne sehr reduziert war. So, da gab es tatsächlich den einen Menschen, weil real betrachtet hat man ja maximal 20, 30 Jahre, dann warst du schon sehr, 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 sehr alt und dann miteinander verbracht und dann endete das Leben. Wir werden heute aber locker 3, 4 Mal so alt. Wir sind sehr viel vernetzter und man muss dazu sagen, das Eigentliche, was wir wollen, ne, wir sagen immer, wir wollen die Person, aber eigentlich wollen wir Liebe erleben. Diese Liebe und Zuneigung, die ist nicht an eine einzelne Person geknüpft. So, wir fühlen uns nur in dem Moment sehr, sehr, sehr wohl mit dieser einzelnen Person. Das hat aber gar keine Aussage darüber, ob wir auch mit anderen Personen eine solche Bindung eintreten können. Weil Liebe ist nicht an eine Form gebunden. Ne? Liebe ist genauso wie andere starke Gefühle formlos. Wir versuchen lediglich Zugang über eine Form dazu zu bekommen. Und das ist etwas, wenn man das anfängt zu verstehen, versteht man auch auf einer anderen Ebene, wie Bindung funktioniert. Ne? Dann kann man nämlich auch tatsächlich von diesen Ängsten ein Stück weit loslassen, weil man verstanden hat, dass wirkliche Verbindung, wirkliche Liebe, wirkliches bedingungsloses Miteinander sein, ist nicht an eine einzelne Person gekoppelt, sondern an vor allem, dass du das in dir zulässt und dir selber zugestehst. Und dann triffst du automatisch auf Menschen, weil du die anziehst. Die sind dann auch in diesem, wir sagen so gerne Schwingungsfeld dazu. Aber letzten Endes ist das eine Haltung, wo Menschen sich begegnen, die eine ähnliche Haltung haben. So. Das hängt auch an anderen Faktoren, woran das damit zusammenhängt. Das führt ja auch zu weit, wenn wir darauf eingehen. Aber das, was hier wichtig ist, ist, sich bewusst zu machen, dass das Lebensglück nicht von einer einzelnen Person abhängig ist, sondern vor allem davon, ob du dir das selber zugestehst und ob du selber mit dir sein kannst in Liebe zu dir sozusagen. So, das ist jetzt sehr abstrakt gewesen,
war jetzt nur nochmal wichtig, um das ein bisschen abzugrenzen, weil wir sehen hier beide Strömungen drin. Und gerade weil das Thema Beziehung hier so betont ist, war das an der Stelle nochmal wichtig. Wenn euch das geholfen hat, gerne einen Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, wie immer unten in die Box rein. Guckt mal da unten in die Ecke, dann so ein süßes kleines Wasserzeichen. Da dürft ihr gerne draufklicken. Dann abonniert ihr den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann sage ich an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo Deck Nummer 2. Du hast dich für diesen grünen Aragonit entschieden. Und grüne Aragonite, das ist eine Varietät vom normalerweise braun auftretenden Aragonit. Das Ding ist, die haben transformatorische Eigenschaften und sehr charakterausgleichende Eigenschaften per se, alle Aragonite. In der grünen Varietät geht es aber vor allem ganz stark darum, eigene Energien besser zu nutzen. Und das bezieht sich auch darauf, ganz konkret Ressourcen als auch eigene Fähigkeiten, also die eigenen Kompetenzen, gewinnbringend einzusetzen, so dass sich sozusagen dein Energiefeld stärkt statt schwächt. Und das ist eigentlich ein Heilstein, den, wenn wir so als Heilstein nutzen würden, der auch eher aufmunternd wirkt. Der wirkt motivierend, nicht irgendwie selbst klären, sondern da geht es wirklich darum, sozusagen jemanden da bei sich zu haben, sozusagen, wenn man sagt, ey, komm, gib dein Bestes, streng dich an, tschakka, schaffst du, bist so weit gekommen, das kriegst du auch wieder hin. Also das ist etwas, was Energie heben würde, wenn wir so in diese Art von Arbeit reingehen. So. Ihr habt hier schon die beiden Tarotkarten liegen, die von runtergefallen sind. Wir erinnern uns vorhin an das Mischen, da sind die schon aufgetaucht. Und zwar habt ihr hier die Königin der Kelche und die Liebenden. So, und das zeigt eigentlich nochmal für alle Decks, für euch alle, geht es ganz, ganz stark darum, sich bewusst zu machen, denn die Liebenden, das ist vor allem eine Entscheidung zu treffen. Bewusste, klare, wichtige Entscheidung und die Konsequenz auch davon zu tragen, wenn es darum geht, zu gucken, wo ihr eure emotionale Kraft reinsteckt und wo ihr sie rauszieht. Das ist extrem wichtig, weil die Königin der Kelche, die ist mega empathisch, die ist ganz stark intuitiv veranlagt. Die weiß aber genau, wo es vergebene Liebesmühe ist, sich anzustrengen, wo eine Bindung nicht fruchtbar werden kann. Die lässt keinen, der hilfsbedürftig ist, hängen, das macht sie nicht, aber sie sagt auch ganz klar, da investiere ich nicht meine Kraft rein, weil ich weiß, sie verpufft nur. So, und das ist eine bewusste Entscheidung. Und das trifft euch auch, dieses Phänomen. Das betrifft alle Lesungen heute, die zu diesem Thema hier gestellt werden. Es geht um die ganz bewusste Form, einen Umgang damit zu entwickeln, wo ihr eure emotionalen Kräfte reinsteckt. So, weil das zieht unglaublich viel Energie. Das kann aber auch ganz viel Energie kultivieren. Und es geht um einen bewussten Umgang damit, also auch bewusste Entscheidung. Nicht irgendwie sich in einen reaktiven, also du bist nur der Reakteur, weil eine Aktion zu dir hinkommt, du einfach im Affekt reagierst, sondern ein ganz bewusstes Steuern der eigenen Situation über die eigenen Emotionen auch. Das ist so die Quintessenz daraus. Das nur vorweg. So, und jetzt gehen wir in eure Orakelkarten. Ihr habt Perseverance. Muss ich leider noch mal gucken, wie das auf Deutsch heißt. Den habe ich gerade nicht präsent. Und ihr habt Mut, also Courage. Das ist einfach eine Form von Mut und Umgang mit Situationen. So. Ihr habt die Jungfrau mit Freilegen. Wobei hier die Gist sich mehr darauf bezieht, dass es eigentlich so um diesen
Faktor, der man bewertet seine eigenen Ergebnisse. Ne? Das ist eine Form von ich bewerte die Ernte eigentlich. Bezieht sich das hier genauer drauf. So, ihr habt die Waage dazu mit Ausgeglichenheit. Ihr habt den Saturn, da geht es um Strukturen. Ne, das sind Regeln, das sind Normen. Das geht aber auch beim Saturn, kann das auch sein, dass dich sowohl diese Strukturen treffen, als auch, dass zum Beispiel alte Strukturen eingerissen werden müssen. Ne? Das kann Saturn nämlich auch sein. Ihr habt den Samen, beziehungsweise den Sprössling, besser gesagt. Und ihr habt den Elch und den Falken. So, nehmen wir gleich das Tarot mit dazu. Höre es selbst, zeigt uns bitte erkennend Karten. Die Königin der Stäbe, den König der Münzen, nee, Entschuldigung, König der Kelche, den Tod, den Pagen der Stäbe, die Stärke. So, da ist mir leider der Akku ausgegangen mittendrin. Du hast ja eigentlich ein super spannendes Kartenbild. Weil diese Anfangskarten hier, ne, das ist in dieser Karte dreht es sich ganz viel um Ausdauer. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie das Wort wörtlich übersetzt wird. Mache ich nachher nochmal. Aber letzten Endes, diese beiden ergänzen sich. Wo hier eigentlich Mut das Kernthema ist, und Mut bezieht sich nicht auf, wie soll ich sagen, das ist sozusagen der Mut haben, etwas total Außergewöhnliches zu tun. Das meint diese Karte eigentlich nicht. Diese Karte bezieht sich eher darauf, Vertrauen darauf zu haben, Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu haben und dann tun, einfach machen. Sich nicht von Befürchtungen davon abhalten zu lassen, seinen Weg zu gehen. Das meint diese Karte eigentlich eher. Und jetzt haben wir nämlich die Ergänzung mit hier oben. Ihr seht ja hier so diesen Blitz, der einfach einschlägt. Und es gibt Ereignisse in unserem Leben, die kommen uns so vor, wie dass es so fatale, finale Verluste sind. Ne? Dinge, wo wir einfach merken, wir hatten damit keinen Erfolg. Das Interessante ist, wir haben traditionell wird kein Erfolg haben mit, das ist ein finales Scheitern. Ne? Du hast versagt. So, du bist nichts. Ne? Das setzen wir gesamtgesellschaftlich unheimlich gerne gleich miteinander. Ohne dass uns das eigentlich klar ist, was wir das in dem Moment machen. Das ist eine Form von Abwerten eigentlich. Und das machen wir in der Regel mit uns selbst sogar. Nun gibt es dieses Phänomen, dass wir aufgrund äußerer Umstände nicht den Erfolg haben, den wir zum Beispiel verdient hätten. Oder eben auch, weil wir zum Beispiel bestimmte Begebenheiten nicht rechtzeitig erkannt haben. Das Problem ist, in dem Moment, wo du dich nur auf die Tatsache des Ich bin gescheitert fixierst, machst du dich blind für die Botschaft hinter dem Scheitern, weil Scheitern lernen ist eins der wichtigsten Elemente, mit dem Leben umgehen zu lernen. Ein Vergleich. Ihr kennt alle diese wundervollen Bauklötze. Haben wir alle mitgespielt, als wir Kind waren. Wenn wir erwachsen sind, haben wir immer einen bestimmten Plan, wie es auszusehen hat. Und wir sind total unzufrieden, wenn das absolut nicht so geworden ist, wie wir wollten. Als Kind läuft das völlig anders ab. Als Kind haben wir nämlich noch nicht dieses Konzept von ich bin schlecht, wenn ich gescheitert habe, verinnerlicht, sondern als Kind setzen wir vor dem Bausteinhaufen und sind völlig begeistert, wenn das Ding zusammenfällt, weil der Turm gerade umgekippt ist. Das ist eigentlich wir experimentieren mit der Schwerkraft. Das wird nicht empfunden als ich habe jetzt das nicht geschafft, dieses Gebilde in meinem Kopf aufzubauen. Die meisten Kinder haben noch nicht mal diese Struktur im Kopf, sondern die sagen, ich will einfach da mitspielen, weil es eine Lernerfahrung ist. Und da gehört das Scheitern zum Lernen dazu. Bloß mit dem Unterschied, dass das Kind es nicht als schlimm empfindet. Das fängt es erst an, schlimm zu empfinden, wenn die Erwachsenen daneben stehen und sagen, oh, jetzt ist aber der Turm zusammengefallen. Das ist der Moment, wo das Kind lernt,
Ja, wenn das nicht so geworden ist, wie ich ursprünglich dachte, ist es schlecht. So, das war jetzt sehr plakativ. Aber ich hoffe, es ist euch deutlich geworden, was ich damit meine. Nämlich die Haltung des, ihr müsst scheitern lernen wollen. Weil erst, wenn ihr akzeptiert, ich bin gescheitert, ist wie es ist. Ich habe aber den Mut, meine eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Und jetzt wird es nämlich spannend. Diese Karte selber bezieht sich ganz explizit darauf, sich damit auseinanderzusetzen, warum man gescheitert ist. Und zwar nicht mit der Haltung, man war nicht gut genug, sondern was sind die klaren Faktoren gewesen, die dazu geführt haben. Am Beispiel des Bauklotzturms, da war die Schwerkraft wahrscheinlich stärker als die Balance der Bausteine. Was am Unvermögen lag, die richtig zu positionieren. Einfach nur sachlich. Das wäre dann im übertragenen Sinne, ne, ihr habt die Jungfrau hier liegen, ihr habt die Waage hier liegen und ihr habt den Saturn hier liegen. Hier geht es ganz konkret darum, sich diese Scheitermomente zu nehmen und genau anzugucken, wo kann ich mit meiner persönlichen Ressource genau ansetzen. Ganz genau. Weil diese Negativbesetzung des Scheiterns, das zieht euch ganz stark aus den Impulsen raus. Und das ist nämlich auch ein Teil ihrer Botschaft hier. Teilweise scheitern wir auch deshalb, weil wir erst in eine Situation kommen müssen, wo wir unser volles Potenzial entwickeln müssen. Wir vergleichen uns so gerne mit Idolen, ne? Und die Geschichte des Idols, die stammt eigentlich nichts anderes als ein Ableger der Heldengeschichten, der Heldenepen. Das Interessante bei diesen Epen ist aber, alle von diesen Personen mussten scheitern, um ihr volles Potenzial zu erlernen. Und das haben sie in der Regel von jemandem, der weiser ist, dann vermittelt gekriegt. Oder weil sie sich mit jemandem zusammengetan haben, der ihnen nochmal einen Tipp gegeben hat. Also irgendeine Form von innerer Führung war immer mit dabei, bei all diesen Heldengeschichten. Na, und diese innere Führung, das ist normalerweise deine innere Stimme, das ist dein höchstes Selbst. So, das kriegst du. Ganz toll Info, wenn du dich statt in dem Verlusterlebnis, das ist ein emotionales Verlusterleben, was hier bezeichnet wird, statt in dieses Verlusterleben reinzugehen, in die Sachebene zu gehen und sagen, so, Challenge akzeptiert, jetzt gehen wir richtig in die Vollen und gucken uns genau an, wo war der Scheitermoment? Was ist auf der Sachebene passiert? Wo kann ich mit meinen Kernkompetenzen Einfluss nehmen? Und das sagt original auch hier die Jungfrauenkarte aus. Da geht es wirklich ganz klar darum, eine Ernte einzufahren, genau zu beurteilen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was hat super gut funktioniert, weil die super gut funktionieren Dinge, das sind die Dinge, die deine absoluten Stärke sind. Und dann ist immer zu gucken, was davon brauchst du zum Weiterbauen? Was davon brauchst du für jetzt, um dich jetzt zu nähern, um dich jetzt zu stabilisieren? Und was davon lässt du? Ja, weil es einfach auch zwischendurch Dinge gibt, wo man merkt, das funktioniert tatsächlich nicht. Und das hat auch nichts mit mir zu tun. So, und immer wenn diese Momente eintreten, von wegen, das hat tatsächlich ganz realistisch gar nichts mit dir zu tun, das tritt genauso auf. Das ist der klassische Faktor, wo man sagt, da schließt sich gerade eine Tür. Und das hat einfach was damit zu tun, dass du da gar nicht drin richtig wirken kannst. Und dann geht es für dich darum, bei dir zu bleiben, das nicht als Versagen für dich zu interpretieren, sondern dann dich auf die Suche zu machen, okay, wo ist denn jetzt meine Tür? Wo kann ich hin? Wo kann ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Fähigkeiten wirken? Und das erfordert eine ganze Menge Mut, weil es ist leichter, sich in Verlust
emotional zu kleiden und darin zu verbleiben und zu trauern um die Möglichkeiten, die man sich als verstrichen wähnt, als sozusagen Mut zu haben und für sich zu kämpfen. Das ist tatsächlich eine ordentliche Herausforderung für den Mind. Das Coole ist, du hast hier die Waage mit dabei und auch den Saturn. Das bedeutet, eigentlich verfügst du auch grundsätzlich über die Kernkompetenzen, das im ausgeglichenen Maße zu tun. Das sagt übrigens auch der Elch und der Falke. Die sprechen auch beide davon. Der Falke ist eine Metaebene. Das ist bewusst Metaebene benutzen. Und auch, by the way, als Tierzeichen, ne, ist der Falke auch hier als ein, nimm das bitte ernst und guck es dir ganz genau an und wende es auf dein Leben an. Ne? Hier drin. Ne? Falken sind immer dieses, das ist eine super wichtige Nachricht, hör genau hin, gedacht. Der Saturn ist nochmal der Hinweis, es geht um Struktur. Es geht bei dir ganz klar um Struktur. Und Struktur meint die Mechanismen, die du beeinflussen kannst und die Mechanismen, die generell drumherum wirken. Damit ist auch das Know-how vom Setting das drumherum. Also da, wo sozusagen, wenn wir jetzt bildlich gesprochen von der Tür sprechen, die sich geschlossen hat, das Haus wäre die darum gebaute Struktur. Also das Umfeld. Wenn wir im Berufsleben sind und sagen, okay, ich wollte jetzt was selber dort aufbauen, das hat nicht funktioniert so richtig und ich weiß noch nicht genau warum. Und dann kommt der Saturn, dann zeigt es ganz klar, eigene Struktur überprüfen, gerade wenn diese Kombination anliegt, eigene Struktur ganz stark angucken. Ne, weil Kernkompetenz hast du. Sagt diese Karte und sagt übrigens diese Karte auch. Aber dann geht es um das Feintuning. Und dann geht es auch darum, zu akzeptieren, dass etwas nicht über Nacht funktioniert, sondern mit konzentrierter, strukturierter, dauerhafter Arbeit. Und übrigens sagt das hier der Samen auch. Ne? Weil das ist eigentlich, wenn man mit Pflanzenspirits arbeitet, ein ganz lieblicher Gruß. Weil hier geht es so ein bisschen um das Konzept, dass etwas eine ganz junge Pflanze ist und eigentlich nur zeigen möchte, du darfst wachsen. Du darfst die Dinge nicht als Belastung dir zu Gemüte führen, sondern als streck dich zum Licht, wachse weiter. Ne? Das ist eigentlich die Botschaft von, ein Same liegt erstmal eine ganze Weile in der Erde, wo es dunkel ist und muss sehr viel Kraft aufwenden, um überhaupt genügend Wurzeln zu bekommen, um Nährstoffe zu ziehen, um dann erst aufzugehen. Und auch dann braucht er eine ganze Weile, bis er stark genug ist, um selber zu blühen und Früchte zu bilden. Hiermit ist das so eine Anspielung auf, du bist gerade erst angekommen. Nimm dir Zeit zum Verwurzeln und Wachsen. Das schaffst du. Das ist so die Botschaft, die dahinter steckt. Kommen wir nochmal hierhin zurück. Das ist auch die Idee von, guck dir die Mechanismen drumherum an. Das ist noch nicht dieses, lass die Mechanismen für dich arbeiten. Das ist es noch nicht ganz. Aber das ist auch der Hinweis, guck dir die Mechanismen drumherum an. Da fallen zum Beispiel auch Dinge drunter wie Marktwirtschaft, Marketing und alle anderen systemischen Elemente, die zusammengreifen. Ne? Das hier wird sich eher, wie soll ich sagen, hier geht es um doch Erfolg in der äußeren Welt. Das schon, ne, in eurer äußeren Lebensrealität. Aber das wird von eurem mentalen Setting bestimmt. Hier ist übrigens auch mit drin, dass das mentale, die mentale Einstellung, also die Geisteshaltung ganz stark nochmal überprüft werden muss. Haben wir hier auch drin. Der Elch ist eigentlich ein wirklich bodenständiger Typ Mensch. Das ist jemand, der sehr verlässlich ist, der sehr zu seiner Verantwortung steht und die auch wahrnehmen möchte. Das kippt nur dann, wenn er das Gefühl hat, dass er aufgrund von Misserfolg zum Beispiel, ne, das ist das, weshalb wir hier ist, das ist so spannend, ne,
dann das Gefühl hat, dass er das nicht erreicht und nicht dem nachkommen kann. Dann bewertet er nämlich in Wirklichkeit oder sie sich selbst negativ. Der empfindet das dann als persönliches Versagen, weil seiner Verantwortungsrolle, die er als Anspruch an sich selbst hegt, nicht gerecht wird in dem Moment. Und da hilft nur Perspektivwechsel. Zu lernen, diese grundsätzliche Haltung mitzunehmen und den Mut zu haben, weiterzumachen und nochmal dann wirklich in eine ganz starke Reflexion reinzugehen. Das ist eigentlich eine intensive Reflexion von dem, was ihr da aufbauen wolltet. Das Spannende ist, ihr habt hier hinten den Tod liegen zwischen der Königin der Stäbe und der Stärke. Darunter habt ihr den Pagen der Stäben, das Ass der Kelche und den König der Kelche. Das ist so ein bisschen wie, hier transformieren sich verschiedene Elemente, wo die Stabkarten Inspiration und Impulse sind, denen man folgt, ne? Leidenschaften, denen man folgt. Und das Ass der Kelche die Beziehung darstellt, die man zu diesen Dingen hat. Hier ist der König der Kelche vor allem eine diplomatische, faire Haltung. So, das, was sich hier transformiert, ist im Grunde genommen diese Leidenschaft, die ihr habt, und auch dieses, ich will Power geben dafür, dass sich das mehr in eure eigentliche Stärke verwandelt. Ne? Das ist eigentlich dieser Werdegang. So, dass der Wunsch, dieses Feuer zu leben, könnte fast sagen, dass es hier eine sehr liebevolle Haltung sich selbst auch. Ne, das ist eine fast vergebende Form. Das ist so ein bisschen dieses nimm das nicht persönlich, steh über das und schütze vor allem deine eigenen Ressourcen. Ne? Das ist hier dieses sei dir deines Wertes, deiner Kostbarkeit. Ne? Das ist eine Perle, das ist ein Schatz, die der König hier schützt. Ne? Seid ihr dieser Kostbarkeit bewusst und auch auf einer emotionalen Ebene. Ne? Also es geht hier immer noch um deine Gefühlswelt. So, es geht hier immer noch darum, dass hier eine Bewertung passiert. So, und dass das, was transformiert werden muss, diese Form von ich bewerte mein Talent auch ist. Ne? Dieses Talent ist in dieser Leidenschaft verkörpert. So. Und dass daraus eine ganz starke, also eine sehr starke Persönlichkeit entwickelt, mit einer sehr starken Verbindung zu sich selbst. Das ist aber natürlich eine klare Konsequenz, ne? aus dieser Entwicklung heraus. So. Ja, meine Lieben, das ist im Grunde genommen, passt auch total hier zum Aragonit, fällt mir gerade auf, ne? Weil da geht es ja darum, nimm deine Ressourcen und nutz sie zu deinem Besten. So, ne? Und nimm das als, du darfst lernen und nicht als, oh, ich habe gescheitert, ich kriege das nicht hin, ne? Sondern als ein, okay, so hat es nicht funktioniert. Jetzt gehen wir mal in die Analyse, warum? So, ne? Und dann fair sich selbst bleiben, fair sich selbst gegenüber bleiben. Und wie gesagt, hier, Falke ist sowohl der Hinweis auf, nimm das wirklich ernst, als auch Metaebene. Guck auf eine Metaebene, guck das Große an, guck aber auch das Kleinste an. Ne? So, genau. Damit habe ich eigentlich doch, ich habe euch jetzt alles gesagt, was hier drin ist. Das ist fertig. Meine Lieben, wenn euch das geholfen hat, gerne einen Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, wie immer unten in die Box rein. Guck mal da unten in die Ecke, das ist so ein kleines Wasserzeichen. Das dürft ihr sehr gerne draufklicken, dann abonniert ihr den Kanal.
Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und an dieser Stelle sage ich dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Deck Nummer 3. Du hast dich für diesen Konzit... Ups, da fluppt er mir doch davon. Du hast dich für diesen Konzit entschieden. Und Konzite, die haben, wenn wir es jetzt sehr simpel runterbrechen, eine ähnliche Struktur wie ein Selenit. Die sehen eben etwas ähnlich, sind allerdings eher im Rosé- bis Rosa-Spektrum. Manche davon sind richtig fast schon pink. Das hier ist ein ganz hellrosaner. Das sind, wenn wir sie als Heilsteine nutzen, befassen die dich intensiv mit dem Thema Liebe, Hingabe und Toleranz. Also das ist ein Stein, der sich mit dem Konzept wahre Liebe auseinandersetzt, weil er den Schwerpunkt auf den Toleranzbereich legt. So. Und Toleranz meint nicht, wie soll ich sagen, Widrigkeiten als ist okay zu akzeptieren. Das ist gar nicht mit Toleranz gemeint, sondern das ist eher die Fähigkeit, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, ohne sie weiter emotional aufzuladen. Nennen wir es mal so. Hier liegen schon zwei Tarotkarten. Das sind nämlich die beiden Karten, die vorhin beim Vorbereiten der Stapel rausgefallen sind vom Tarotdeck. Und ihr habt hier die Königin der Kelche liegen und die Liebenden. Und das ist etwas, was jetzt eigentlich für alle Decks hier grundsätzlich als Grundaufgabe gilt. Hier geht es um ein bewusstes Entscheiden, ein bewusster Umgang mit dem Thema, wo du emotionale Kraft reinsteckst und wo nicht. Weil die Königin der Kelche, die ist nicht nur wahnsinnig empathisch, die hat eine ganz hohe emotionale Intelligenz, die hat eine sehr starke Intuition, die weiß auch genau, in welche Bindung sie Energie reinstecken darf und in welche nicht. Na, damit ist nicht gemeint, dass jemand herzlos wird, dass jemand zum Beispiel einem anderen Menschen, der ernsthaft Hilfe benötigt, der in ernsthafter Not ist, diese verweigern würde. Aber eine Königin der Kelche würde schon ganz klar bei Konstellationen, wo wiederholt selbstproduziertes Drama inszeniert wird, sagen, das dürft ihr gerne selbst regeln. Ich stelle mich am Rand, ich bin hier, bin präsent. Wenn ihr Hilfe braucht, dürft ihr gerne kommen, aber ich stecke da jetzt nicht meine Nase rein. Reicht. Ich habe euch oft genug geholfen. Ihr wisst eigentlich, wie es läuft. Ich weiß, dass ich eigentlich nur meine Energie hier verlieren werde. Das ist diese Haltung von, ich bin da, aber ihr nehmt bitte Verantwortung für eure eigene Situation. Und nicht ich versorge euch mit meiner eigenen Kraft, weil ich emotional an euch gebunden bin. Ne? Und es Das bezieht sich weniger auf die Liebesbeziehung hier, auch wenn das hier eine typische Konstellation ist, was oftmals mit dem Thema Liebe in Verbindung gebracht wird. Es bezieht sich vor allem auf das Thema, entscheide dich ganz bewusst, weil das sind super wichtige Entscheidungen für dich. Das hat nämlich was mit deinem eigenen Wert zu tun. So, was bist du dir wert, was bist du dir nicht wert? So, das ist so dieses Grundthema. Die können wir jetzt wieder zurückräumen. Und dann lass uns mal mit deinen Orakelkarten starten. Und bei euch ist eine ganze Menge rausgefallen, was so mit dem höchsten Selbst zu tun habt. Ihr habt nämlich der göttliche Zeitpunkt. Ne? Divine Timing meint eigentlich immer, dass etwas zu einer vorhergesehenen Zeit oder zu seinem eigenen Zeitpunkt kommt. Ihr habt die Natur hier. Ihr habt die Freiheit, ihr habt den Wandel mit dabei oder das Verwandeln, ihr habt die Träume und ihr habt die ersten Schritte tun. Dazu kommen Pallas Athene. Das ist eine starke Kombination dazu. Und den Steinbock. Wow. Gehen wir gleich drauf ein. Ihr habt Elder Tree. Das müsste Erle sein. Ja, Erle.
Und ihr habt den Fisch mit dem Bison. Puh, das ist schon richtig stark. So, gucken wir mal weiter. Müsstest selbst sagen uns bitte noch exakte Ergänzung zu dem ausliegenden Kartenbild. Ja, ihr habt den Hierophanten. Das habe ich schon fast gedacht. Das passt total zu diesen Karten hier. Ihr habt den König der Stäbe dazu. Ihr habt die Fünf der Kelche und ihr habt hier den Ritter der Schwerter. Zehn der Kelche und an der Seite die zwei der Schwerter. Okay. Also das ist so ein bisschen dieses, ihr wisst gar nicht, wie das funktioniert mit im Raum. Oder auch dieses, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Ne? Keine Entscheidung ist besser als die andere Entscheidung. Und was ihr hier habt als Grundenergie zusätzlich zu den anderen beiden Karten, die wir eben schon hatten. Ja, wir erinnern uns an die Königin der Kelche und an die Liebenden. Ihr habt die Zehn der Kelche zusammen mit dem Ritter der Schwerter. Das ist so, als wärt ihr quasi, wollt ihr eigentlich nichts anderes als euer eigenes Glück finden. Ne? So im Grunde genommen. Das fühlt sich vor allem nach einer eher jungen Energie an. Das ist eher neu. So, das hat auch hier, steckt hier mit dem ersten Schritten ganz viel damit drin. Kommen wir mal zum Zentrum als allererstes. Ihr habt hier Pallas Athene in Kombination mit dem Steinbock. Und Pallas Athene, das ist die Geschichte von der Göttin Athen. Ne? Das ist einerseits die Geschichte von einer Kopfgeburt, also etwas, was aus dem Verstand herausgeboren worden ist. Es befasst sich aber auch mit dem Thema Feminismus und der femininen Rolle, ne, der Rolle der Frau. Das hatte viel damit zu tun, wie wir mit unserem verletzlichen weiblichen Anteil umgehen oder den Teil, den wir mit weiblich assoziieren. Und welche Art von Rüstung bzw. Maske wir uns zugelegt haben, damit dieser Anteil nicht mehr verletzt wird. So. Da geht es also darum, dass etwas, ein Bild nach außen aufgebaut wurde, um den verletzlicheren Wesenskern zu schützen. So, das ist das eine. Das andere habt ihr als Kombination, ihr habt Steinbock dazu. Und dieser Steinbock hier, der befasst sich ganz stark in diesem Kartendeck mit den ursprünglichen Symboliken hinter den Sternzeichen. Und hier geht es ganz konkret darum, sich mit dem Raum von Fantasie, von Philosophie, von Spirit, die sind ja durchaus ineinander fließend, zu verbinden, da Impulse rauszuziehen und diese zum höchsten Wohl einzusetzen für die Gesellschaft. Also, das ist in Wirklichkeit ein innerer Diskurs, der damit zu tun hat, welche Rolle man in der Gesellschaft eigentlich im Sinne von ich setze zum höchsten Wohle um, ich rufe zum höchsten Wohle, ich inszeniere zum höchsten Wohle, ich widme mein Leben zum höchsten Wohle in Verbindung steht. Also, das ist schon, und hier geht es wirklich ganz, ganz stark darum, bewusst die Fähigkeit zu nutzen, um daraus Informationen zu nehmen. Das ist wie ich channel, um zu gucken, wo geht's hin. Und deswegen war das auch überhaupt nicht verwunderlich, als ihr den Hierophanten hier gekriegt habt, weil dieser Hierophant, ne, Hierophanten stehen ja eigentlich für das Ding, dass etwas legitimiert wird, dass etwas gesellschaftlich oder normiert anerkannt wird. Das steht auch durchaus dafür, dass etwas eine bestimmte Lehre angetreten wird, ne? Oder in zum Beispiel irgendeine gesellschaftlich akzeptierte, normierte Ausbildung angestrebt wird. So, jetzt habt ihr hier bei diesem Hierophanten, habt ihr aber einen Schaman.
Und das passt unglaublich gut zu diesem Bild. Ne? Gerade hier der Steinbock mit dieser sehr konkreten Bedeutung. Das ist tatsächlich so etwas, wo man sagen würde, okay, das ist wirklich eine Form von Ausbildung, wo es wirklich darum geht, mit dem spirituellen Raum ganz bewusst in Kontakt zu treten. Und das steht auf deiner Agenda sozusagen. Ne? Also das ist ganz, ganz eindeutig. So, und ihr habt da obendrein auch noch den Bison hier mit dazu gekriegt. Und der Bison ist wirklich, das ist das Tier schlechthin, wenn es darum geht, einerseits total bodenverhaftet in dieser Realität zu sein, aber auf der anderen Seite mit dem das Vertrauen zu haben, dass das Vertrauen in die spirituellen Welt, in die spirituelle Führung zu haben, ne? Dass am Ende der Weg gut für, in dem Fall das Bison wird. So, aber es geht hier um Bodenhaftung und Verbindung zur Spiritualität. Das läuft zusammen. Ne? Das ist wie das Urvertrauen in das Leben selbst. So, in einer sehr konzeptionellen Form Richtung Spiritualität angebunden. Also das ist schon wirklich stark. Jetzt habt ihr hier die Erle. Und die Erle, die spricht immer von, dass etwas Zündstoff sein kann. Dass etwas Umbrüche erzeugen kann. Und das bezieht sich auch durchaus darauf, dass teilweise Impulse auch Umbrüche erzeugen können. Das kann gewaltsam laufen, das kann aber auch friedfertig laufen. Ne? Hier geht es auch um Kommunikation. So, und bezieht sich ganz stark darauf, auf Konflikte in Gesprächen. So. Also da wird etwas kommuniziert. Ne, das sehen wir hier. Ihr habt hier den Fisch. Der Fisch ist so ein Hinweis darauf, dass man eine sehr hohe Sensibilität hat. Das bezieht sich auf diesen weicheren Anteil, den man so versucht, mit einer harten Schale, mit einem harschen Auftreten vielleicht sogar zu kaschieren. Ne? Wenn der Fisch versucht, in Balance zu kommen, ne, das ist nämlich, deswegen hat er den roten Mond hier. Die Farben Rot, Schwarz und Weiß sind Farben, die in verschiedenen Traditionen, die sich mit Witchcraft befassen, für die dreifaltige Göttin stehen. Rot steht dafür, das kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Tradition ihr euch bewegt, ne, aber dass es der Sichelmond ist, das ist die junge Frau, die sozusagen ihre Menstruation gerade erst angefangen hat zu bekommen. Ne, das ist das Prinzip des, du wirst Frau. Das ist auch in der Symbolik definitiv befestigt das mit dem Thema, was ist denn die weibliche Identität von dir? Was ist deine Sexualidentität im Diskurs mit Weiblichkeit? Was ist deine Interpretation dazu? Und wie interpretierst du dein persönliches sexuelles Ausleben? Also das ist ein ganz starker Fokus auf die Sinnlichkeit und auch das Erfahren der Schönheit der Sinnlichkeit. Ne? Also das darf man, wie soll ich sagen, nicht abtun, ne, gerade weil es hier auch um Sinnliche geht. Ne? Das ist sehr sensitiv, das ist sinnlich. So. Und da geht es um das Auseinandersetzen mit dieser starken Sinnesfähigkeit. So. Das Annehmen dessen. Kommen wir jetzt mal hier vorne hin, weil hier vorne steht eigentlich beschrieben, was wir hier hinten sehen. Du hast ja hier der göttliche Zeitpunkt. Nehmen wir ihn jetzt einfach so als Arbeitsziel. Das bezieht sich darauf, dass wir
Wünsche durchaus haben und meinen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht sein muss, was allerdings gar nicht so funktioniert, weil Lernen braucht Zeit. Ich will das mal so versuchen darzustellen. Wenn wir eine Lernentwicklung haben wollen, ne, dann gibt es eine Phase, wo wir erstmal Informationen aufnehmen. Dann gibt es anschließend eine Phase, wo wir das Wissen im besten Fall erproben. Dann gibt es eine Phase, wo wir mit diesem Erproben scheitern, weil wir nämlich feststellen, das kann man gar nicht 1:1 umsetzen. Dann gibt es eine Phase, die durchaus frustrierend ist, weil je nachdem, wie man dann gescheitert ist, kann das sein und je nachdem, welche Einstellung man zum Scheitern hat, ne, da gibt es unterschiedliche Gruppierungen zu, kann das sein, dass man dann in diesem Scheitern erstmal feststeckt, erstmal frustriert ist, nicht genau weiterkommt. Darin stecken ganz, ganz viele Menschen. Das löst sich erst in dem Moment auf, wo man sagt, okay, Reflexion. Warum bin ich gescheitert? Wie ist das passiert? Wie kann ich mein Verhalten nachjustieren? Worauf will ich achten? Manchmal kommt dabei raus, es sind zu große Ziele. Dann muss kleinschrittiger gedacht werden, kleinschrittiger umgesetzt werden. Kleine Verhaltensänderungen. Worauf ich hinaus will, bis man dann den Erfolg hat, das ist nicht ein Schritt, das sind 5 bis 7 in der Regel. Und das zeigt ganz klar, ne, denn das eigentliche Lernen, das beginnt erst, wenn man den ersten Erfolg hatte und weiß, okay, damit funktioniert es, jetzt versuche ich das zu verändern und versuche mein Muster zu erweitern. Dann kommt erst der eigentliche Lernschritt. Und da kommt auch nicht beim ersten Mal, sondern erst, wenn das sicher abrufbar funktioniert. Und wir reden da von einer Zeitspanne, im Minimum sind das 3 Wochen. Und dann seid ihr verdammt gut da drin. So, im Regelfall ist das wesentlich mehr, weil wir bei unseren Lernzielen ja von Lebensrealität auch immer abgelenkt werden. Ne, ihr habt ja noch mehr Aufgaben als nur dieses eine Teil in der Regel. So. Und darauf spielt auch diese Karte an. Ihr müsst akzeptieren lernen, dass die Dinge Zeit zum Entwickeln brauchen. Es gibt nicht einen Schalter, der umgelegt wird, sondern es gibt einen Weg, den du gehst. Und ein Weg basiert vor allem darauf, dass man die Schritte nacheinander geht. Und selbst wenn du versuchst zu rennen, wird sich nicht unbedingt der Weg dadurch verkürzen. Deine Wahrnehmung verändert sich nur vom Weg dadurch. So. Und natürlich, wie viel Energie du dafür verbrauchst. Das ist das eine. Es geht hier um Akzeptanz, dass die Dinge Zeit brauchen. Aber auch gleichzeitig ein, ich arbeite weiter an meinem Thema. Dann taucht hier etwas auf, und zwar in Kombination mit deinen Träumen. Es gibt Träume von dir. Du hast Lebensträume. Das sehen wir auch hier mit dem Steinbock. Das größere Problem ist für dich, wie anfangen. Weil diese Lebensträume, das zeigt auch die Erle hier, die erfordern eine andere Form von Freiheit. Und das könnte zu Reibereien sorgen. Und deswegen ist es für dich schwierig, den ersten Schritt zu machen. Ne, da ist Angst nämlich eigentlich hier. Das ist das, was dich von deiner inneren Stimme wegbringt. Das Ding ist, in dem Moment, wo du sagen würdest, okay, ich muss mit alten Regeln brechen, ich muss mit alten Rollenbildern brechen, ich muss mit alten Funktionen brechen, damit ich eine neue Funktion entwickeln kann, dann ist das sozusagen, gehst du weg von der Haltung von, es endet für mich und das ist ein fatales Ende, hin zu, okay, ich ändere das, um etwas Neues zu öffnen, um etwas Neues mit dazu zu holen. So, und das ist hier mit dem Wandel gemeint. Und das ist auch die Frage für dich ganz wichtig zu stellen, wo möchtest du eigentlich Freiheit? Wo fühlst du dich wirklich eingeengt? Weil das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil das der Faktor ist, wo eine klare Kommunikation gebraucht wird, wo du aber vertrauen darfst, ne, Vertrauen lernen darfst, dass du das auch schaffst, dass du diesen Weg auch gehen wirst. Aber da brauchst du eine ganz klare Kommunikation und da geht es für dich ganz klar, gerade zu dem, ob das Tagträume ist, ob du da zum Beispiel dich sehr stark inspirieren lässt von
Geschichten, ob du tatsächlich wirklich real träumst. Hier geht es wirklich um diesen Bereich Traum-Fantasie, da kaum Information. Und das sind Hinweise für dich, wo die innere Stimme eigentlich versucht, sich sichtbar zu machen von dir. Ne? Dein Zugang ist eher dieser fantastische Raum. So, und je mehr du allerdings selber in festgefahrenen Strukturen bleibst, die dich eigentlich einengen, ne? Das ist wirklich das Thema Freiheit. Je weniger kommst du damit auch in Kontakt. So. Du hast hier die Natur unten liegen und die Natur ist eigentlich der Hinweis darauf, sich tatsächlich mit seiner eigenen wahren Wesen zu beschäftigen und zwar nicht das, was andere von dir erwarten, sondern damit, was du von dir weißt und annimmst. Ne? Das ist ein innerer Diskurs, der hier ganz wichtig ist, aber auch den Kontakt zu gucken, wo findest du Entsprechung draußen in der Natur? Weil diese Karte bezieht sich auf dich als Teil der Natur, das auch von der Natur geheilt werden kann. So, da geht es, sind zum Beispiel auch Beispiele drin, wie zum Beispiel das Waldbaden für sich zu nutzen. So, diese Ruhe, die zum Beispiel Pflanzen auch ausstrahlen können, allein von der Farbgebung her, von der Art und Weise, wie das Licht fällt, das macht ganz viel mit unserem Wohlbefinden. Und das kann dir als Kombi die Ruhe eröffnen, hier klarer zu werden und dann einfach anfangen. Hier geht es wirklich nur darum, für dich den ersten Schritt zu machen. Den ersten Schritt zu machen und einfach losgehen. So. Hier hinten hast du nochmal die 5. Kelche mit dem König der Stäbe. Das ist wie die Angst, sein eigenes Feuer zu leben und dabei zu scheitern, Fehler zu machen. So. Und das ist etwas, das hängt zu einem großen Teil mit dem Verlustgedanken, der hier in der Freiheit drin steckt, zusammen. Die sind miteinander verbunden. Deswegen ist das auch so wichtig, vorher zu gucken, dass du dass du dich mit dir als Person nochmal auseinandersetzt, mit deinem Wesen, was dich als Wesen ausmacht. Und zwar wirklich dich ganz konkret davon zu verabschieden, was andere über dich sagen, sondern was du durch dein Handeln über dich weißt und erfährst. So, das ist der Fokus, weil dir das nämlich Klarheit auch darüber bringt, weshalb hier der Gedanke und der Wunsch nach Freiheit ist, wo du dich eingeengt fühlst, so, wo du mehr Raum brauchst, ne, weil da einfach mehr von dir ausgelebt werden möchte. Und wie gesagt, viele, viele, viele Infos, die kriegst du hier über den Bereich Traum, Fantasie. So. Das ist stark bei dir ausgeprägt. So, und das kannst du sinnvoll nutzen lernen, wenn du hier im Reinen bist. Ne? Das ist eine Form von, könnte man sagen, auch wieder Akzeptanz. Ne? So. Und auch vor allem eine Form von, ich kläre mich, mein Verhältnis zu mir emotional eigentlich gerade. Lass uns noch mal gucken, ob da noch eine Ergänzung zu kommen. Höheres Selbst von Deck Nummer 3. Zeig uns bitte. Oh, guck mal, da kommt schon. Ah, die 6. Kelche. Den Ritter der Kelche, die Königin der Münzen und die 7 der Münzen. Das ist deine eigene Rolle, gerade in der Verbindung mit den Menschen, mit dir drumherum. So. Einerseits möchtest du sozusagen diese Power, du willst dich da weiterentwickeln,
Auf der anderen Seite ist da aber auch die Angst, dass deine Bindungen darunter leiden, ne? Dass gerade die, die hier einen Bindungspartner haben, dass das in Mitleidenschaft gerät. Das ist stark ausgeprägt. So, und was wir hier noch sehen mit den 7er Münzen, da geht es wirklich darum, konstant an etwas zu arbeiten, den ganzen Raum zu geben. Ne? Das ist nochmal hier die Verstärkung von, das ist ein Lernprozess und du musst es als Lernprozess verstehen lernen und das auch so akzeptieren und quasi deine ersten Schritte nicht als es muss perfekt sein bewerten, sondern als ein mach den ersten Schritt, halte inne, reflektiere darüber und geh weiter. Meine Lieben, wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt